Nach rassistischen Beleidigungen gegen einen afrikanisch-stämmigen Spieler hat die Mannschaft des SC Lauchringen geschlossen den Platz verlassen. Damit sorgte man für einen Spielabbruch im Duell mit dem FC Weizen in der Kreisliga. In der Kreisliga kam es zu rassistischen Beleidigungen gegen einen dunkelhäutigen Spieler. Nach Angaben des Südkurier wurde Lauchringens Mamdou Kaiba nach einem Zweikampf von einem Anhänger des Heimteams rassistisch beleidigt, was eine Diskussion zwischen dem Schiedsrichter und den Kapitänen der beiden Teams zur Folge hatte. Das Gästeteam entschied sich anschließend, das Feld unter weiteren Beschimpfungen der FC Weizen-Anhänger zu verlassen. So etwas geht natürlich nicht, das muss jetzt einfach ein Zeichen sein und ich hoffe, dass der Mann, der das gesagt hat, auf dem Sportplatz in Weizen jetzt nichts mehr verloren hat, sagte Lauchringens Abwehrspieler Tobias Kummer. Mitspieler Kaiba sei nach dem Vorfall fassungslos in der Kabine gesessen und habe geweint. Yannick Boma, Vereinsvorsitzender und gleichzeitig auch Spieler des FC Weizen, konnte sich über den Sieg beim Abbruchstand des 4:1 für die Hausherren nicht freuen, so etwas geht natürlich nicht. Wir werden die Sache im Verein klären.